Ein Sommermorgen im Jahr 1795. Drei junge Männer sind unterwegs zu einer kleinen Insel vor der kanadischen Atlantikküste. Ihre Nerven sind angespannt, denn es ist kein gewöhnlicher Ausflug und niemand weiß etwas davon. Einer von ihnen hatte am Tag zuvor auf dem Eiland eine aufregende Entdeckung gemacht. Er war in diese künstlich geschaffene Vertiefung im Waldboden gestolpert. Der 20-jährige Holzfäller Daniel McGinnis wusste, dass die Insel schon immer unbewohnt war. Aber in einem Baum hingen verrottete Seilfetzen und ein Ast zeigte merkwürdige Kerben. Wer hatte die verräterischen Spuren hinterlassen? McGinnis kehrte aufs Festland zurück und holte seine Freunde John Smith und Anthony Vaughan zu Hilfe. Die drei wollen der Sache auf den Grund gehen. Sie sind davon überzeugt, bis zum Abend das Geheimnis zu lüften. Was hatte man hier vergraben? Zuerst schaufeln sie eine Lage von Schieferplatten frei. Jemand musste sie dorthin geschafft haben. Denn Schiefer gab es zwar auf dem Festland, aber auf den Inseln nirgendwo. So begann die längste und mysteriöseste Schatzsuche der Welt. Die drei Freunde machten eine unheimliche Erfahrung. Sie begegneten dem Fluch von Oak Island. Oak Island ist winzig, nur gut 1,5 Kilometer lang und knapp 1 Kilometer breit. Von weitem ein unberührtes Paradies, so als sei dort nie etwas Aufregendes passiert. Aber schon viele Männer mussten an dem idyllischen Ort ihre Hoffnungen begraben. Sie verloren ihr Vermögen, einige sogar das Leben. In der Mahone-Bucht, etwa 200 Meter vor der Ostküste der kanadischen Provinz Neuschottland, liegt Oak Island. Die Eicheninsel. Man nannte sie nach den großen Eichen, die früher dort standen. McGinnis und seine Freunde waren besessen von dem Gedanken, einen Schatz zu finden. In 3 Meter Tiefe stießen sie auf eine Schicht aus Holzstämmen, ordentlich verlegt und in den Seitenwänden verankert. Aber von wem? Und warum? Damals kursierten viele Geschichten über Piraten. Selbst in den kalten Gewässern Kanadas hatten die Seeräuber gewütet. Besonders berüchtigt war der legendäre Captain Kidd. Der Freibeuter plünderte zahllose Schiffe zwischen der Karibik und Afrika. Er häufte gewaltige Schätze an und irgendwo vergrub er das millionenschwere Raubgut. Keine Seemacht war stark genug, den Piraten das Handwerk zu legen. 1699 wurde Kidd geschnappt und nach England gebracht. Um sein Leben zu retten, wollte er ein Schatzversteck verraten, doch die britische Admiralität lehnte ab. Kidd starb am Galgen. Einen kleinen Teil der Beute fand man später vor der amerikanischen Küste. Wo der Rest ist, blieb sein Geheimnis. Auch Oak Island wäre ein idealer Platz für das Raubgut gewesen. Denn die großen Schifffahrtsrouten von der Karibik über den Atlantik nach Europa führen nahe daran vorbei. Wie man weiß, hatte Captain Kidd auch in Neuschottland Siedlungen ausgeraubt. Wenigstens ein paar seiner Reichtümer hofften die drei Abenteurer zu bergen. Doch unter der Lage aus Baumstämmen war nur Erde. In 6 und 9 Meter Tiefe fanden sie einen zweiten und dritten Holzboden und auch darunter wieder nichts als Lehm. Sie waren ratlos.
Oak Island konnte sein Geheimnis wahren. Die Insel hatte ihren ersten Sieg errungen. Enttäuscht kehrten die drei aufs Festland zu ihren Familien zurück. Es waren fleißige Siedler aus Europa, die an dieser Küste blühende Ortschaften aufbauten. Die Einwanderer genossen Versammlungsfreiheit und durften beten, wann immer es ihnen gefiel, solange sie Protestanten blieben. 1753 gründeten Neuankömmlinge aus Deutschland die Stadt Lunenburg, bis heute ein wohlhabender Fischereihafen. Die Männer leisteten schwere Arbeit. Sie rodeten große Flächen und machten daraus fruchtbare Felder. Für die Story über die seltsame Entdeckung auf der nahen Insel hatten sie kein Ohr. Doch auf McGinnis und seine Freunde übte Oak Island eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. John Smith kaufte das Grundstück um die Grube und baute in der Nähe ein Haus. . 1804 konnten sie endlich auch einen Geldgeber gewinnen, die Onslow Company. Mit ausreichender Finanzierung und professioneller Technik wollten sie das Rätsel nun knacken. In dem alten Schacht gruben sie weiter. Sie sahen deutliche Bearbeitungsspuren von Spitzhacken an den Seitenwänden. Das hieß, Menschen hatten diese Erde in das Loch gefüllt. Die Lagen aus verfaulten Baumstämmen wiederholten sich. Vor Jahren hatten die Jungen das morsche Holz in 3 und 6 Meter Tiefe schon beiseite geräumt. Jetzt traf man auch bei 9 und 12 Meter auf solche Böden. Sie waren mit einer Art Kitt abgedichtet. Plötzlich schien der Piratenschatz greifbar nah. Denn vermischt mit dem Kitt entdeckten sie etwas, das ihre Herzen höher schlagen ließ. Bündel vermoderter Kokosfasern. Aber die konnten nicht aus Kanada stammen. Kokospalmen wachsen erst viel weiter südlich, am Golf von Mexiko. Mit den robusten Fasern polsterte man zerbrechliche Fracht, die auf Schiffen den Atlantik überquerte. Die Schatzsucher dachten sofort an den berühmten Freibeuter des 16. Jahrhunderts, den Herrn der 7 Meere, den Schrecken der Karibik, Sir Francis Drake. Der englische Admiral kaperte die spanische Silberflotte. Bevor er dann gegen die Armada kämpfte, soll Drake mit einer Ladung Sklaven nach Neuschottland gesegelt sein. Versteckte er dabei einen Teil seiner unermesslichen Reichtümer auf Oak Island? Seine Logbücher aus dieser Zeit sind verschwunden. Allein der Gedanke an den großen Piraten beflügelte die Hoffnung der Männer. Alle 3 Meter legten sie weitere Holzböden frei. Jede Lage fest in den Lehmwänden des Schachtes verankert, so wie die anderen zuvor auch. Doch keine Spur von Gold oder Edelsteinen. In 30 Meter Tiefe endlich wieder eine Überraschung. Hervor kam eine große lehmverschmierte Platte. Sie unterschied sich deutlich von anderen bereits früher entdeckten Steinen. Sie war aus einer Art Schiefer, 5 cm dick und maß ungefähr 60 x 30 cm. John Smith baute sie später in seine Kaminwand ein. Bei einer Renovierung ist sie dann irgendwann für immer verschwunden. Vielleicht könnte man heute ihre Botschaft entziffern. In die Oberfläche, so heißt es, waren seltsame Zeichen geritzt. Niemand konnte sie damals lesen, niemand ein Alphabet oder gar eine Sprache erkennen. Hatten natürliche Kräfte auf den Stein eingewirkt? Die Entdecker jedenfalls hielten die Markierungen für geheime Hinweise auf den verborgenen Schatz. Es war schon Nacht, als sie mit einem Eisenstab weiter in die Tiefe stachen. Nach 2,5 Meter stießen sie auf Widerstand. Es schien Holz zu sein, aber offenbar etwas anderes als wieder nur ein neuer Boden. Dort unten musste die Schatzkiste stehen. Voller Vorfreude gingen sie nach Hause. Am nächsten Morgen sollte die jahrelange Suche endlich belohnt werden. Nur noch ein paar Stunden trennten sie von der größten Entdeckung ihres Lebens. Davon waren alle fest überzeugt.
Ganz gespannt kamen sie bei Tagesanbruch zurück. Doch Oak Island erteilte ihnen eine bittere Lektion. Wo gestern noch ein tiefes, dunkles Loch gähnte, stand jetzt Wasser. Bis zur Marke von 18 Metern. Die Männer dachten, sie seien auf eine Quelle gestoßen und brauchten das Wasser nur abzuschöpfen. Aber so oft sie auch die Eimer leerten, es wurde nicht weniger. Selbst eine eigens konstruierte teure Pumpe half nichts. Bald darauf war die Firma finanziell am Ende und musste die Suche aufgeben. Zum zweiten Mal hatte die Insel Eindringlinge genarrt. Fast 40 Jahre lang blieb Oak Island vor weiteren ungebetenen Besuchern verschont. 1849 trat die neu gegründete Truro Company an, mit Anthony Vaughan als Berater. Von den ursprünglichen Entdeckern lebte damals nur noch er. Modernstes Gerät wurde herangeschafft. Der Hauptstollen war zunächst noch frei von Wasser. Aber als die Arbeiter den Schutt bis in 26 Meter Tiefe weggeräumt hatten, stieg es wieder an. Auch diesmal konnte der Schacht nicht leer gepumpt werden. Ein neu entwickelter Löffelbohrer brachte neben Kokosfasern ein paar Metall- und Holzsplitter herauf. Er drang durch eine weitere Lage von Stämmen. Dann stieß er nach 31 Metern noch einmal in Holz. Es war genau das Holz, das 40 Jahre zuvor schon von der damaligen Expedition angebohrt worden war. Auch jetzt glaubten die Männer, das seien die Schatztruhen. Und von ihrem Glück trenne sie nur noch ein wenig Erde und viel Wasser. Dann stürzte einer der Arbeiter in die Grube. Erst da merkte man, dass das Wasser salzig war und sich mit den Gezeiten des Meeres hob und senkte. Daraufhin erkundeten sie die Ostspitze der Insel. Überall sickerte Wasser hervor, direkt über der Ebbemarke. Unter Sand und Steinen legte man eine 5 cm dicke Matte aus Kokosfasern frei. Darunter fand sich eine zweite feste Steinschicht. Hatten Stürme im Laufe der Jahre all das angeschwemmt? Hier machten die Forscher eine unglaubliche Entdeckung. Daran hätten sie nicht einmal im Traum gedacht. Der ganze Küstenabschnitt war von Menschenhand künstlich angelegt worden. Unter der Steinschicht im flachen Wasser führten 5 kastenförmige Kanäle mit leichtem Gefälle zum Ufer. Das fächerförmige System mündete in einen Hauptkanal. Bei Flut schoss das Meerwasser hindurch und vermutlich weiter in einen unterirdischen Stollen unter der gut 150 Meter entfernten Schatzgrube. Diese kunstvolle Anlage war sicher nicht das Werk von Piraten, sondern ein aufwendiges bergbautechnisches Projekt. Wer aber hatte die nötige Erfahrung, um so etwas zu bauen? Im nahen Halifax gab es ein Fort der Briten. 1778, im Unabhängigkeitskrieg, wollte ihr Oberbefehlshaber für Nordamerika dorthin fliehen, mit der millionenschweren Kriegskasse. Denn es bestand die Gefahr, dass Rebellen seinen Stützpunkt New York eroberten. Pioniere hatten in Halifax mit einer Truppe erfahrener Bergleute bereits einen unterirdischen Tunnel gebaut. Ließ der Kommandant mit deren Know-how auch die komplizierte Anlage von Oak Island vorsorglich als Versteck anlegen? Wenn die Engländer den Schacht wirklich konstruiert hatten, benutzt haben sie ihn nie. Die Kasse blieb in New York. Und nach den Unterlagen der Armee fehlten auch nirgendwo Millionen, die etwa heimlich beiseite geschafft wurden. Für die Pioniere hätte es also keinen Sinn gemacht, eine leere Grube zu versiegeln. Die Anlage ist eine kunstvolle Falle. Der geniale Erfinder ließ einen aufwendigen Fangdamm errichten und dann auf dem trockenen Grund die Flutkanäle bauen. In einer tiefen Grube, etwa im Zentrum der Insel, wurde der Schatz sicher verstaut und der Schacht wieder aufgefüllt. Die massiven und mit kittartigem Lehm abgedichteten Holzlagen wirkten wie ein Vakuumverschluss. Der Druck des Luftpolsters verhinderte das Eindringen von Wasser. Eine raffinierte Konstruktion. Die Falle war gestellt und wartete auf Ahnungslose, die versuchen würden, an die Reichtümer heranzukommen.
Anschließend trug man den Damm wieder ab und nichts war mehr zu sehen. Die Truro Company errichtete an der gleichen Stelle nun auch einen Fangdamm. Kaum war er fertig, spülte ihn der Atlantik fort. Für einen neuen Damm fehlte das Geld. So entschloss man sich zu einem radikalen Schritt. Die Arbeiter sollten den Schacht untertunneln, um so den Schatz zu heben. Eines Tages, während der Mittagspause, erschütterte eine Explosion die Grube. Danach waren die beiden vermeintlichen Kisten abgesackt und noch tiefer unter Schlamm und Wasser begraben. Da musste auch die Truro Company aufgeben. Oak Island hatte sich erneut gewehrt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchten sich drei weitere Expeditionen, umsonst. 20 Schächte und noch mehr Tunnel umgaben nun das Geldloch, so hieß die Grube inzwischen. Zwei Männer hatten bereits ihr Leben gelassen. Der eine kam um, als ein Dampfkessel in die Luft flog, der andere stürzte in den Schacht. Von da an sprach man vom Fluch von Oak Island. Insgesamt 7 Menschen müssen sterben, ehe die Insel den Schatz preisgibt, behaupten abergläubische Einwohner. Fast 100 Jahre nach Daniel McGuinness betrat ein neuer Schatzsucher das geschundene Eiland. Er blieb 60 Jahre. Frederick Blair hoffte, dass neue Bergbautechniken endlich den Weg zu dem sagenhaften Versteck freimachten. Dynamit sollte den Meerwasserstrom umlenken. Zahlreiche Explosionen wühlten jetzt die Insel auf und ließen das Wasser in der Grube aufschäumen und sprudeln. Aber der Zufluss war nicht zu stoppen. Immerhin hatte sich der Wasserdruck so weit verringert, dass man den Schacht bis zu 30 Meter leer pumpen konnte. Dort errichteten die Männer eine Plattform, von der aus sie weiterbohrten. Bei 36 Meter stießen sie auf Holz, dann auf Eisen. Die Truhen waren viel weiter abgesackt als befürchtet. Aus 47 Meter Tiefe förderte der Bohrer Spuren einer zementartigen Substanz zutage. Chemiker haben die Proben untersucht. Ihr Befund? Der Zement wurde von Menschen hergestellt. Bei 52 Meter traf das Gerät dann wieder auf Eisen und kam nicht mehr weiter. Der aufregendste Fund war ein winziges Kügelchen aus Pergament, das an dem Bohrer klebte. Behutsam wurde es geglättet. Erst unter der Lupe ließen sich die Buchstaben V oder VI erkennen, geschrieben mit chinesischer Tusche und einem Federkiel. Das bestätigten später Experten in Boston. Das Fragment ist längst verschollen. Es führte aber zu einer eigenwilligen Theorie über den Schatz von Oak Island. Kostbare historische Dokumente könnten in der Grube liegen. Vielleicht sogar die Originalfassung der Werke von William Shakespeare. In der Pfarrkirche seiner Heimatstadt Stratford-on-Avon in England wurde der Dichter 1616 beigesetzt. Nur 2 Worte blieben handschriftlich von ihm erhalten. Wenn die verschollenen Manuskripte gefunden würden, könnte ein Schriftvergleich Klarheit schaffen. Denn es gibt Zweifel, ob er wirklich der Autor der berühmten Theaterstücke ist. Soweit wir wissen, besuchte er nie eine Universität, hielt sich nie am Königshof auf und hat England zu keinem Zeitpunkt verlassen. Wie konnte er dann solche Stücke schreiben? Sie zeugen von enormem Wissen, reicher Lebenserfahrung und einer genauen Kenntnis fremder Länder. Das neu aufgebaute Globe Theatre von Stratford sonnt sich in Shakespeares Glanz. Zu seinen Lebzeiten stand die Bühne in Verruf, als Ort der Schurken und Vagabunden. Schrieb ein anderer die berühmten Werke? Einer, der anonym hinter den Kulissen bleiben und öffentlich nichts mit Schauspielern zu tun haben wollte? Vieles spricht für den Lordkanzler von England, Sir Francis Bacon, Gelehrter und Advokat. Ein weitgereister Mann und Verfasser meisterhafter Prosa. Das V auf dem Pergamentfetzen könnte für Verulanium stehen. So heißt St. Albans bei London auf Lateinisch. Und König James I. verlieh Sir Francis den Titel eines Barons von Verulam. Hat
Shakespeare dessen Werken nur den Namen geliehen? Gibt Bacon verschlüsselte Hinweise auf das Versteck der Manuskripte im Schauspiel Der Sturm, wenn Prospero spricht? Erst bitte ich noch um himmlische Musik. Jetzt gleich, um ihren Sinn nach Wunsch zu lenken, das soll mein luftiger Zauber jetzt. Dann breche ich hier meinen Stab. Begrab ihn in der Erde viel Klafter tief und tiefer als ein Senkblei je drang. Und dann ertränke ich mein Buch. Der Sturm spielt auf einer Insel. Außerdem hat Bacon über die Konservierung von Manuskripten mit Quecksilber geschrieben. Ließ er seine Texte heimlich über den Atlantik schaffen, um sie so für die Nachwelt zu bewahren? Im Schacht von Oak Island fand man Spuren des flüssigen Metalls, aber es war kein natürliches Vorkommen. Wenn nicht zur Konservierung, wie sonst kam das Quecksilber in die Grube? Fachleute haben dafür eine Erklärung. Als man anfing, auf Oak Island zu graben, wurde in Neuschottland noch nach Gold geschürft. In den Bergwerken brauchte man Quecksilber zur Trennung des Goldes vom Erzgestein. Es könnte also sein, dass auf der Insel Werkzeug verwendet wurde, das man zuvor in den Goldminen benutzt hatte und das daher mit Quecksilber in Berührung gekommen war. Bevor auch Frederick Blair das Geld ausging, kämpfte er tapfer gegen die ständige Überflutung des Schachtes. Er glaubte an eine weitere Wasserquelle. Um diese Theorie zu überprüfen, gossen seine Helfer rote Farbe in die Grube und warteten, dass sie mit den Gezeiten ins Meer gespült würde. Und wieder einmal hielt Oak Island eine Überraschung bereit. Der Farbstoff trat zwar an die Oberfläche, allerdings nicht dort, wo Blair es vermutete. Stattdessen tauchte er auf der anderen Seite der Insel wieder auf. Das heißt, es musste unterhalb des ersten noch ein weiterer Flutkanal in den Schacht führen. Mittlerweile war das ganze Erdreich von zahlreichen Schächten und Tunneln durchlöchert. Die ganze Insel sah aus wie ein Schweizer Käse. Und doch trotzte das kunstvolle System schon mehr als ein Jahrhundert den ständigen Angriffen der Schatzsucher. Der Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg den 21. Schacht in den Inselboden trieb, brachte eine neue Theorie auf. Mel Chappell. Ich persönlich glaube, dass hier ein Volk am Werk war, das über umfassende technische Kenntnisse verfügte. Wie zum Beispiel die Inkas oder die Azteken Mexikos. Es gibt einige recht überzeugende Argumente, dass eines dieser Völker die Anlage geschaffen haben könnte. Eine Geschichte erzählt von der Inka-Stadt Tumbes, wo es Gold und Silber im Überfluss gab. 1527 kam der Spanier Pizarro dorthin, aber er konnte die Stadt mit seiner kleinen Truppe nicht einnehmen. Nach ein paar Jahren kehrte er mit einem Heer zurück und eroberte Tumbes. Doch das Gold war verschwunden. Aus Furcht vor den spanischen Plünderern sollen die Inkas ihre ungeheuren Schätze auf Schiffe im Golf von Mexiko gebracht und weggeschafft haben. Damals wüteten ständig heftige Wirbelstürme in dieser Region. Sie könnten die Flotte weit nach Norden verschlagen haben, bis zur Ostküste Kanadas. So erzählen es Legenden. Während des Zweiten Weltkrieges forschte ein Ingenieur aus New York 6 Jahre lang auf der Insel, Edwin Hamilton. Die Tatsache, dass sie Flutkanäle anlegten und hydraulische Verfahren dabei einsetzten, lässt mich vermuten, dass die Anlage französischen und nicht britischen Ursprungs ist. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um den Schatz von Louisburg, der dort versteckt wurde, und zwar von den Männern, die die Stadt mit den 3 Schiffen verließen. Sie waren zu einer solchen Leistung fähig. Die Franzosen hatten die Festung Louisburg im Norden Neuschottlands gegründet, um sich Anfang des 18. Jahrhunderts gegen die wachsende britische Kolonialmacht zu behaupten. Schon bald entwickelte sich die Stadt zum drittgrößten Seehafen Nordamerikas, nach Boston und Philadelphia. 5000 Bürger und Soldaten lebten hinter den Mauern. Oak Island war von Louisburg in 2 Tagen mit dem Segelschiff zu erreichen. Brachten die Franzosen ihre Schätze dorthin in Sicherheit? 1758 belagerten die Engländer die Stadt.
Ehe Louisburg kapitulierte, entkamen drei Fregatten der britischen Seeblockade. Es sind die drei, die Edwin Hamilton meint. Nach und nach rankten sich immer mehr Legenden um die einst so stille Insel. Man hörte auch Geschichten von Gespenstern und von nächtlichen Geräuschen. Ich habe sowas wie Schüsse gehört nachts auf der Insel. Dreimal haben wir Lichter beobachtet, ganz nah am Boden. Die bewegten sich immer im Kreis. Der Kreis hatte ungefähr 3 Meter Durchmesser. Doch keiner, der hier zu graben anfing, achtete auf solche Dinge. Moderne Technik, richtiges Werkzeug und Durchhaltevermögen öffneten den Weg zum Geheimnis. Daran glaubte auch Robert Restall. Wir sind gekommen, um die beiden Schatzkisten zu bergen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können und auch schaffen werden. Robert und seine Frau Mildred waren lange als waghalsige Steilwandfahrer auf Jahrmärkten aufgetreten. Ein aufregendes Leben. Als sie 1960 mit ihren beiden Söhnen auf die Insel zogen, wohnten sie neben dem Schacht, in einer Hütte ohne Wasser und Toilette. Und die Suche war schwierig. Die Arbeit, die wir bisher geleistet haben, zeigt, dass das Ganze ein echtes Problem ist. Da gibt es keine Täuschung. Das hat gewaltigere Ausmaße, als man es sich je vorgestellt hat. Aber ich habe das sichere Gefühl, dass der Schatz da unten liegt. Und wir werden so lange hier bleiben, bis wir ihn haben. Am 17. August 1965 war sein Traum zu Ende. Robert Restall, sein Sohn und 2 Arbeiter verloren in einem der Schächte durch ausströmendes Gas das Bewusstsein. Alle 4 ertranken. Der Fluch von Oak Island hatte jetzt 6 Menschenleben gefordert. Aber es ging immer weiter. Man baute sogar für den Transport von schwerem Gerät einen Fahrdamm zum Festland. 1967 gründete der Bauunternehmer Dan Blankenship aus Florida mit einem Geschäftsmann aus Montreal und weiteren Geldgebern ein neues Schatzsucherkonsortium, die Triton Allianz. In der Zeitschrift Reader's Digest hatte Blankenship 7 Jahre zuvor einen Artikel über Oak Island gelesen. Die Geschichte faszinierte ihn und natürlich glaubte auch er an das Glück. Zunächst führte er Probebohrungen durch. Die ursprüngliche Grube war durch die vielen Parallelschächte übrigens längst nicht mehr auffindbar. Blankenship hatte seinen gesamten Besitz verkauft und war auf die Insel gezogen. Noch heute lebt er dort. Alle früheren Forscher hatten oberhalb des Grundgesteins in den Schichten aus Geschiebelehm gesucht, wo die Wasserfallen und sämtliche Stollen lagen. Blankenship und seine Leute waren davon überzeugt, das Geheimnis müsse tiefer in der Erde liegen. Sie ließen bis zur 60-Meter-Marke bohren, weiter als jemals zuvor. Das Ergebnis war überraschend. Im Gesteinssockel der Insel entdeckten sie eine Höhle. Zement und Holzreste kamen zutage. Das Holz wurde grob auf 1575 datiert. Der Zement soll eine primitive Sorte aus dem 17. Jahrhundert gewesen sein. 1971 ließen sie eine Fernsehkamera 70 Meter tief in ein neu angelegtes Bohrloch. Auch das füllte sich mit Wasser. Die Bilder wurden deshalb unscharf. Später entstanden Fotos aus dem Filmmaterial, von Dan Blankenship mit viel Fantasie kommentiert. Auch Experten sagten einhellig, wenn das hier nicht der Kopf eines Mannes ist, dann wüssten sie nicht, was es sonst sein könnte. Wir glauben, dass dieses Foto die linke Hand eines Mannes zeigt, mit seinem Daumen hier und dem Handrücken hier. Wir haben diesen Ausschnitt mehrfach vergrößert und sind unserer Sache ziemlich sicher. Das hier scheint das Ende einer Spitzhacke oder etwas Ähnliches zu sein. Und das ist der Rand einer Kiste, seine abgerundete Ecke, mit einer senkrechten Linie hier und da auch. Und da unten sieht es so aus, als sei es ein Teil vom Kopf eines Mannes, der abgeschnitten wurde. Zeigen die Fotos wirklich menschliche Überreste tief unter Oak Island? Kann ein Körper so unversehrt über Jahrhunderte erhalten bleiben? Wir sprachen mit dem leitenden Gerichtsmediziner von Neuschottland, Dr. John Butt. Es spielt sich da ein ganz einfacher chemischer Prozess ab, den wir auch aus dem täglichen Leben kennen.
Denn so verwandeln sich zum Beispiel Öle in Margarine. Das ist genau derselbe Vorgang. Die Substanz ist wachsartig. In der Umgangssprache nennt man das auch Leichenwachs. Das ist ein Stadium der Verwesung. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas von einem Menschen über Jahrhunderte erhalten bleibt, wie das in diesem Fall sein soll. Blankenship wollte der Sache auf den Grund gehen, ließ das Bohrloch erweitern und mit Metall auskleiden. Gerade ein Mann konnte sich mühsam durchzwängen. Eine lebensgefährliche Aktion. Wir waren in etwas mehr als 43 Meter Tiefe, eingeschlossen in der engen Metallhülle von nur 68 Zentimeter Durchmesser. In die Seitenwände hatten wir Löcher geschnitten, um zu prüfen, ob es außerhalb des Stahlrohrs irgendetwas von Menschenhand Geschaffenes gab. Einmal war er allein im Schacht, hatte aber Funkverbindung zu seinem Sohn, der den Flaschenzug mit der Rettungsleine bediente. Durch die Löcher drang sehr viel Lehm ein und das wurde mir unheimlich. Ich sagte meinem Sohn, er solle mich 1 bis 2 Meter höher ziehen, damit ich mir überlege, wie es weitergeht. Das tat er dann auch und auf einmal stürzte 13 Meter über mir von oben her alles ein. Mir prasselten faustgroße Steinbrocken auf den Kopf und da brüllte ich, er solle mich hochziehen. Seine Originalstimme von damals. Zieh mich hoch, zieh mich hoch. Raus, raus, raus. Ich bin okay. Zieh mich raus. Ich habe für heute die Nase voll. Innerhalb von 2 Minuten war die Rohrverkleidung über eine Länge von fast 7 Meter eingedrückt worden. Total zusammengequetscht. Das dramatische Ereignis beeindruckte die Männer kaum. Des Rätsels Lösung musste einfach am Grund dieses Bohrlochs liegen. 1978 erweiterten sie den Schacht auf 2,5 Meter Durchmesser. Um ihn zu verstärken, schweißten sie Eisenbahnkesselwagen zusammen und ließen sie 27 Meter tief hinab. Darunter kleideten sie die Wände bis aufs Grundgestein mit einer 25 cm dicken Stahlbetonschicht aus. So gesichert wollte man endlich die Höhle erforschen. Dorthin war der Schatz vermutlich abgerutscht. Doch der Fluch schlug erneut zu. Ein Bohrer brach ab und verkeilte sich so unglücklich, dass ein weiteres Vordringen blockiert war. Bis heute. Und über der Erde bekam die Triton-Allianz plötzlich unerwartete Konkurrenz. Und zwar einen anderen Schatzsucher, der in aller Stille ein Stück Land aufgekauft hatte. Fred Nolan. Der Landvermesser ist ein wortkarger Mann. Er hat sich eher dem archäologischen Ansatz verschrieben. Das sogenannte Geldloch hält er für ein groß angelegtes Täuschungsmanöver, um vom wahren Versteck abzulenken. Seiner Meinung nach liegt das nämlich auf seinem Grund und Boden. Nach jahrelanger sorgfältiger Untersuchung des Geländes kam Nolan zu dem Schluss, dass es da eine auffällige Formation gibt. An verschiedenen Punkten der Insel waren 10 Tonnen schwere Granitblöcke platziert. Nach einem genauen Plan, wie er glaubt. In einer gedachten Verbindungslinie bildeten sie ein riesiges Kreuz. 108 Meter breit, 264 Meter lang. Im Kreuzmittelpunkt lag ein gewaltiger Sandstein, nach Nolans Meinung von Menschenhand bearbeitet. Und er fand noch andere merkwürdige Gebilde. Wie ein Pfeil zeigt ein Dreieck aus Steinen von der Südküste aus direkt zur Schatzgrube. Waren diese außergewöhnlichen Markierungen ein geheimer Code? Wer auch immer sie gesetzt hat, müsse, so der Forscher, mit Geometrie und Ingenieurwesen vertraut gewesen sein. Eine Zeit lang schrieb man die Steinblöcke, das heißt Kreuz und Dreieck, den Freimaurern zu. Die Steinmetzen, die einst die Kathedralen Europas bauten, sollen die Bruderschaft der Freimaurer gegründet haben. Noch heute praktizieren ihre Mitglieder Rituale nach uralter Tradition. Matthew Todd, Meister vom Stuhl der Loge von Halifax zu den geometrischen Symbolen. Das Dreieck stand bei den meisten Völkern des Altertums als Symbol für die Gottheit. Aus diesem Grund benutzen es gleichfalls die Freimaurer. Natürlich sind die bekanntesten Zeichen in der Freimaurerei Viereck und Kompass mit dem G, das auf Gott als Zentrum hinweist.
An einem Strandabschnitt der Insel entdeckte man noch ein anderes bedeutendes Symbol. Eingeritzt in einen Steinblock, ein Punkt innerhalb eines Kreises. Der Punkt innerhalb des Kreises stellt für die Freimaurer den Neueingeweihten dar. Und der Kreis zeigt die Grenzen, das heißt die Einschränkungen, denen er sich als Freimaurer sein Leben lang unterwerfen muss. Viele Männer, die hier Expeditionen finanzierten, gehörten einer Loge an. Ritzten sie die Symbole ein? Es sind jedenfalls keine Hinweise auf das Versteck, wie man heute weiß. Schlummert der Schatz immer noch in unerforschten Tiefen? Der Schatz, den so viele schon zum Greifen nahe glaubten, der ihnen immer wieder auf tragische Weise entglitt. 1987 plante die Triton-Allianz die Radikallösung. Eine gigantische Grube von 30 Meter Durchmesser, die alle früheren Schächte einschließen sollte. Bis zum Grundgestein wollte man graben, 28.000 Kubikmeter Erde ausheben. Doch den genialen Plan vereitelte der Zusammenbruch der Börse, wo das Kapital angelegt war. Das Geldloch trägt seinen Namen wahrhaftig zurecht. Nicht ein einziger Penny hat sich für die Schatzsucher bisher ausgezahlt. Doch Fred Nolan und Dan Blankenship hoffen immer noch. Das größte Wunder geschähe allerdings, wenn sie ihren erbitterten Streit beilegten. Nolan darf nicht über den Damm zu seinem Haus fahren. Er und Blankenship verweigern jedes Interview. Oak Island ist für alle gesperrt. Nur das Meer um das Island herum blieb bislang von Nachforschungen verschont. Wie man weiß, ist der Wasserspiegel allmählich angestiegen, und zwar alle 100 Jahre ungefähr 30 Zentimeter. Es gibt Spekulationen, dass die alten Eingänge zu der unterirdischen Anlage jetzt überspült sind. Oder dass gar einer der Flutkanäle das Tor zum Versteck war. Oder dass noch ein ganz anderes, sorgfältig konstruiertes Tunnelsystem unter dem Meeresboden verläuft. Auf einem Forschungsschiff des Bedford-Instituts für Ozeanographie, Kanadas bedeutendstem Zentrum für Meeresforschung, versucht man, eine Antwort darauf zu finden. Die Wissenschaftler erarbeiten Unterwasserkartierungen. Aus 8000 Meter Höhe geben Präzisionspeilsatelliten die exakten Koordinaten für die Standortbestimmung. Das Schiff ist vollgepackt mit der weltweit modernsten Technik, die zum größten Teil im Bedford-Institut entwickelt wurde. Herzstück ist ein digitales Echolot, das Schallwellen fächerförmig aussendet. Es liefert eine einzigartig scharfe Darstellung des Meeresbodens. Vielleicht schlummert ja das jahrhundertealte Geheimnis der Insel tief unter Wasser. Die Plover, zu Deutsch der Strandläufer, pflügt unermüdlich auf und ab und lädt dabei streifenweise die Messdaten in den Speicher des Rechners. Aus dem gesammelten Material wird später durch grafische Aufbereitung ein Computermodell des gesamten Meeresbodens um Oak Island entstehen. Meereskundler versuchen, die Bilder im Labor zu deuten. Der Geophysiker Bob Courtney und der Geologe Gordon Fader sind überrascht. Diese Formation ist ganz ungewöhnlich. Da könnte man noch einiges deutlicher herausbringen. Dreh das Bild mal um, dass wir es aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist aber interessant. Das sieht nicht natürlich aus. Das ist zu gerade. Ja, die eine Seite ist völlig gerade, die andere etwas gezackt. Das sieht nicht natürlich aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das führt in direkter Linie von der Küste weg. Dieses Gebilde entstand offenbar nicht durch Erosion, sondern von Menschenhand. Sieht ausgebaggert aus, so wie ein Hafenbecken. Warum sollte man in dem Winkel zur Insel etwas ausbaggern? Ich weiß nicht. Das sind 4 Meter Wassertiefe und hier 8 oder 10 Meter. Jeder der farbigen Ringe zeigt eine unterschiedliche Wassertiefe an. Zur Insel hin steigt der Meeresboden steil an. Die lange gerade Struktur im Osten, die von der Insel wegführt. Das Ganze sieht eher aus, als sei es von Menschenhand geschaffen.
Die lange Linie auf dem Meeresboden erinnert mich an eine Schleifspur. Da könnte ein großer Anker geschleift worden sein. Aber dafür ist sie fast wieder zu groß. Es sieht so aus, als hätte da jemand eine Steinmauer errichtet oder etwas ausgegraben. Jedenfalls ist es nicht natürlichen Ursprungs. Ich denke, das müsste man näher untersuchen. Die spektakulären Computerbilder könnten der Schlüssel zum Rätsel von Oak Island werden. Zu welchem Zweck wurde die Steinmauer gebaut? Ist sie der Rest einer alten Hafenanlage? War die Insel früher einmal bewohnt? Noch wissen wir es nicht, aber vielleicht sind die Forscher bald in der Lage, noch anderes aufzuklären, was ins Auge fällt. Das Unterwassergebilde endet nämlich genau an der Stelle, von der das steinerne Dreieck landeinwärts zeigt. Und die Richtung dieser sogenannten Mauer läuft genau auf die Schatzgrube zu. So ist es seit Jahrhunderten. Immer wenn auf Oak Island eine Entdeckung gemacht wurde, zog sie viele andere Fragen nach sich. Doch nie hat es eine Antwort gegeben. Und wie tief auch immer gegraben wurde, niemals ist jemand zum Grund der Geschichte vorgestoßen. Es ist kaum vorstellbar. Weder die größten Maschinen noch die neueste Computertechnik haben das Rätsel bislang lösen können. Wer hat hier wann etwas so versteckt, dass es nie wieder gefunden werden sollte? Die Suche nach Silber und Gold hat Tausende von Menschen fasziniert, ihre Fantasie beflügelt, ihr Kapital verschlungen. Sie kamen, um einen Schatz zu bergen. Heute, morgen oder irgendwann in der Zukunft. Dabei hat sich ihr Leben drastisch verändert. Doch materiellen Reichtum konnte niemand gewinnen. Vielleicht ist das die Botschaft, die Oak Island vermittelt. Die stille, kleine Insel, die ihr wahres Geheimnis nicht preisgibt.